Am Anfang war eine Idee. Eine Schule, ein engagierter Musiklehrer und viele Schüler. 1974 dann die erste Probe in der Aula in der Falkstraße. Und auch eine zweite und eine dritte, gefolgt vom ersten, zweiten und dritten Konzert. Die Musik begeisterte. Die Musiker blieben, doch die Zeit verging. Und auch der Name. Aus dem Schulorchester wurde mit neuem Dirigenten das Jugendorchester Duisburg. Eine neue Ära begann. Aus Konzerten wurden Events. Bekannte Bühnen wurden zu Maschinenhalle, Zirkuszelt und Kaufhaus. Das Rad der Zeit drehte sich weiter. Ein neuer Dirigent kam. Der Name blieb. Und Symphonie- und Solokonzert wurden zu Filmmusik, Song Contest und Wetterbericht. Die Musik begeisterte. Die Musiker blieben, doch auch diese Zeit verging. Aber ohne Ende. Keine Panik. Das Märchen geht weiter. Neuer Dirigent, neuer Name und immer wieder neue Konzerte, neue Ideen, neue Spielorte und noch mehr Musik. Und jetzt? 40 Jahre Klangkraft. Konzerte, die begeistern, mitreißen, umhauen. Musik, die ergreift, fesselt, entzückt. Musiker, die Spaß haben, anstecken, bezaubern. Dirigenten, die motivieren, inspirieren, weiterbringen. Ein Orchester, das alles gibt.